Ja, moin moin und herzlich willkommen, liebe DEA-Gemeinde, zu Ausgabe 74 eurer Drug Education Agency. Heute werde ich etwas bringen, was ihr euch schon lange wünscht und was ich auch schon ein paar Mal angekündigt hatte. Ihr alle habt es wirklich schon ersehnt, kann man sagen. Ganz besonders viele Anfragen kamen zum Thema, bitte Markus, mach doch mal eine Substanzinfo zum MDMA. Jo, und genau das werde ich heute machen. Damit steigen wir jetzt auch gleich ein. Als weiteren Beitrag gibt es dann noch eine Folge von Joost Lessmanns kleiner Reihe Grüne Hilfe aktuell. Und danach haben wir noch einen Einspieler vom Ernst Mehrbeck mal wieder, der uns was ganz Tolles präsentiert. Der sitzt inmitten einer neuen bunten Spielwiese, einer Spielwiese für Debber und alle, die es werden wollen, gucken wir uns dann nachher auch noch an. Auch eine schöne Geschichte. Ja, steigen wir mal ein mit unserer Substanzinfo MDMA 3,4-Methylendioxy-N-Methylamphetamin. Das ist der eigentliche Name, der abgekürzt MDMA wird. Wir hatten in einer der vorigen Folgen eine kurze Info zu MDMC. Methylendioxy mit Katinon, MDMC, auch bekannt als Methylon. Und in der vorigen Folge hatte ich schon mal eine kurze Anmerkung zur Dosierung von MDMA, auf die wir auch jetzt gleich dann eingehen werden. Das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte und insbesondere, weil die allermeisten Anwender offensichtlich, also nach dem, was mir so zukommt, diese Substanz komplett falsch gebrauchen. Ja, das ist auch sehr gefährlich und überhaupt nicht witzig. Fangen wir mal an mit der Geschichte des MDMA. Viele glauben ja, dass das als Appetitzügler entwickelt worden sei ursprünglich. Andere glauben, Sascha Schulgin, der US-amerikanische Psychonautenpionier und Chemiker, habe MDMA erfunden sozusagen, erstmalig entwickelt. Beides ist falsch. Es war weder als Appetitzügler entwickelt worden, noch hat Schulgin MDMA erstmals hergestellt. Das war 1912 ein Chemiker der Darmstädter Firma Merck. Ja, die gibt es ja bis heute, Pharmakonzern. Und die waren auf der Suche nach einem blutstillenden Pharmakon, also nach einem Medikament, das eben Blutungen stillt. Und MDMA ist da also ein Zwischenprodukt auf dem Syntheseweg zum eigentlich gesuchten Medikament gewesen. Ja. MDMA wurde 1914 dann von der Firma Merck patentiert und geriet dann in Vergessenheit. Ähnlich wie es auch beim LSD der Fall gewesen ist, nachdem Albert Hofmann es hergestellt hatte, geriet es ja erstmal 5 Jahre in die Schublade und keiner hat mehr weiter dran gedacht. Bei MDMA war das genauso. Das ist auf unerklärliche Weise bislang, also weil man es einfach nicht besser weiß, in den 50er Jahren in den US-amerikanischen Militärkreisen wieder aufgetaucht, wurde dort in zahlreichen Tierversuchen getestet, ob es denn sich als Gehirnwäschedroge eignet. Tests an Menschen wurden dort nie durchgeführt und so hat das Militär also auch diese Substanz nachher als nutzlos für sich selbst deklariert und Abstand genommen, da weiteren Unsinn mit zu treiben, glücklicherweise. 1965 hat dann Sascha Schulgin MDMA erstmals hergestellt, allerdings nicht getestet, sondern einfach nur hergestellt und auch liegen gelassen. 2 Jahre später, 1967, wurde Schulgin von einer seiner Studentinnen auf die psychoaktive Effektivität des MDMA hingewiesen und von da an hat er sich dann damit auch beschäftigt und auseinandergesetzt. Er wird der Pate des MDMA genannt und er ist nicht der Vater des MDMA, sondern der Pate, weil er es, wie gesagt, nicht selbst erstmalig hergestellt hat. Er hat es sozusagen nicht erfunden, sondern erst später davon Wind bekommen und sich damit befasst. Ja, 1978 hat Schulgin dann die erste Publikation zu MDMA gemacht, was zur Folge hatte, dass in den 80ern ein wahnsinniger Hype von Seiten der Psychotherapeuten in den USA herrschte. Schulgin hatte in seiner Publikation MDMA als nützliches Psychotherapeutikum oder als nützliches psychotherapeutisches Hilfsmittel bezeichnet. Ja, und es ist es ja auch, das wissen wir ja alle. Und da entbrannte also ein richtiger Trend und Tausende von Psychotherapeuten in den USA benutzten MDMA. Da war es ja auch noch legal. Und dann wurde es auf Drängen der DEA, der amerikanischen Drug Enforcement Administration, 1985 verboten und dann auf Drängen der UN
86 direkt auch bei uns in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Ja, 1991 dann als letzte Station hat Sascha Schulgin in seinem Werk Pikal, das kennt ihr ja wahrscheinlich alle wenigstens vom Namen, den Syntheseweg des MDMA erstmals veröffentlicht. Ja, und von da an war eigentlich auch der Siegeszug des MDMA auch im psychonautischen Untergrund und auch in der Partygemeinde der Welt eigentlich nicht mehr aufzuhalten. Und bis heute ist es in Umlauf, gerade in der Clubszene, in der Gemeinde der Elektro-Fans, also Leute, die elektronische Musik hören, sind prädestiniert für MDMA. Dort in diesen Szenerien findet man also die Substanz sehr, sehr häufig. Ja, wie kommt MDMA daher? Es kommt also daher in verschiedene Darreichungsformen. Man bekommt Pillen, also Tabletten, man bekommt es aber auch in Kapseln, man bekommt MDMA-Pulver und Kristalle. MDMA kann oral eingenommen werden, geschnupft werden und auch rektal appliziert werden. Das ist allerdings eine eher exotische Applikationsform und ja, der orale Weg ist ja also eigentlich der gängige und auch der bekömmlichste, der beste, wenn man so will. Ja, die Dosis, darüber wollen wir gerade reden, die ist ja ganz, ganz wichtig. Ich hatte in der vorigen Folge schon mal so die Faustregel gesagt, maximale Einzeldosis für den erwachsenen Menschen 1,5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist so eine Faustregel, die kann man per se so stehen lassen. Wichtig ist die Betonung auf maximal, also man muss da nicht die absolute Obergrenze erreichen, sollte man so gar nicht, sondern immer gut drunter bleiben, ja, ist auch gar kein Problem, es schränkt also auch die Wirksamkeit der Substanz nicht ein. Ja, wenn man ganz streng sein möchte, müsste man sagen, bei Frauen nimmt man 1,3 Milligramm per Kilogramm Körpergewicht, ja. Allerdings, wie gesagt, ich habe immer die 1,5er. Man sollte sowieso sagen, beim Erwachsenen wäre die ideale Maximaldosierung zwischen 1 und 1,5 Milligramm pro Kilo Körpergewicht. Dann haben wir es eigentlich. Ja, also zwischen 1 und 1,5. 1 ist im Grunde genommen wirklich die bessere Dosierung noch. Und mir stehen wirklich die Haare, die, wie ihr seht, nicht mehr vorhandenen Haare zu Berge, wenn ich in Internetforen oder auch in Mails, die ihr an mich richtet, lese, über eure MDMA-Erfahrungen zum Teil. Ja, einer hat mir jetzt geschrieben, hat am Wochenende 300 Milligramm in weniger als 2 Stunden eingenommen und das wäre ja auch toll gewesen, aber die After-Depri und überhaupt die ganzen Folgeerscheinungen, der Hangover und alles das, das wäre für ihn ganz furchtbar und er hätte sich auch gefragt, ob er jemals wieder ein glücklicher Mensch sein könne und so weiter. Ja, also da kann aber, liebe Zuschauer, das MDMA nun wirklich nichts für. 300 Milligramm für eine Person innerhalb von 2 Stunden ist definitiv, finde ich, viel zu viel. Ja, da muss also jemand schon die 150 Milligramm Einzeldosis vertragen, also entsprechend schwer sein und dann auch wirklich rasch nachlegen, jedes Mal die maximale Einzeldosierung. Aber wenn der Zuschauer beispielsweise nur 60 oder 70 Kilo gewogen hat, dann hat er sich ja wirklich eine fette Überdosierung appliziert und mich wundert nicht, dass die Nachwirkungen wirklich beschissen waren. Ja, für euch alle, es sei euch gesagt, MDMA ist eine Substanz, die kann, wenn sie denn legal ist, wenn man es denn darf, die kann konsumiert werden ohne jede Folgeerscheinung, ohne jeden Hangover, ohne jede After-Depri und so weiter. Ja, wenn man es einfach richtig macht. Und ich behaupte, dass fast alle der Partygänger da draußen, die MDMA-Ecstasy, einfach so zum Spaß nehmen, ohne es weiter zu reflektieren, es zu, sagen wir mal, 80% falsch machen. Ja, immer wieder hört man diese hanebüchen, haaresträubenden Geschichten. Ja, Leute nehmen 300, 400 Milligramm, 500 Milligramm, ja, nehmen 250 Milligramm und dann nochmal 80 nasal eine halbe Stunde hinterher. Wer sowas macht, ihr lieben Leute, ist selber schuld. Der darf sich nicht beklagen nachher, dass irgendwas passiert, dass es ihm scheiße geht und dann noch erzählen, die Droge ist schlecht. Also das ist ja nun wirklich schon fast eine Unverschämtheit, liebe Zuschauer. Ganz einfache Kiste, ja. Und das ist genau der zentrale Punkt, den ich in eurer DEA immer wieder auch predige und ad nauseam. Ja, man muss die Substanzen richtig gebrauchen, wenn man es schon tut, wenn man sich nicht informiert und macht einfach irgendwas,
das kann schnell in die Hose gehen, denn wir haben es ja hier nicht mit Spielzeug zu tun, sondern mit Substanzen, die wir unserem zentralen Nervensystem, unserem Gehirn zuführen und die uns auch verändern. Und da die toxischen Dosierungen einzunehmen und sich dann noch cool dabei vorzukommen, also Leute, lächerlicher geht es nicht mehr, tut mir wirklich leid. Habe ich auch überhaupt kein Verständnis für. Also, die Dosis oral, ja, haben wir gerade besprochen. Intranasal und rektal ist im Grunde dasselbe. Es ist die maximale Dosis, nur 150 Milligramm oder 120 oder 100 Milligramm oder 80 durch die Nase zu ziehen. Wow, 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 wow. Erstens mal kommt MDMA intranasal für mich viel zu heftig, auch viel zu kurz, und es tut vor allem wahnsinnig weh. Es tut in der Nase weh, das macht dir die Schleimhäute kaputt. Das ist gar keine gute Idee und ich würde es einfach sein lassen. Ja, die orale Konsumform ist bei MDMA immer noch die zu präferierende. Ja, und mir sind auch Leute bekannt, die nehmen zum Beispiel dann in einem kontrollierten Setting auch eine kontrollierte Dosierung. Die nehmen zum Beispiel 70 Milligramm MDMA oral und ziehen dann nochmal 20 durch die Nase hinterher. Sowas, okay, wer es mag, wer es verträgt, aber dann liest man auch wieder, dass es Menschen gibt, die 250 Milligramm sich durch die Nase jagen. Ja, Leute, seid ihr denn noch zu retten? Mein Tipp, ganz klare Kiste, intranasaler Konsum, nein danke. MDMA kann man auflösen in Flüssigkeit oder in sonst was. Das gibt es auch, wie gesagt, in Kapsel und in Tablettenform. Und ja, wichtig ist halt auch vor allem immer eine gute Quelle bei solchen Stoffen. Also gerade bei MDMA und Tabletten und Pillen und so weiter ist es ja sehr, sehr leicht, da auch andere Dinge reinzumachen oder andere Stoffe mit reinzumachen, also Verschnittstoffe. Häufig kauft man auch irgendwelche als Ecstasy deklarierten Pillen und in denen ist dann gar kein MDMA oder in denen ist irgendein Analogon oder in denen ist einfach nur Speed oder einfach nur Koffein oder teilweise auch gar nichts, ja. Und dann gibt es auch wieder, und da kommen wir gleich zum nächsten Punkt und Problem, was euch bewegt. Wie dosiert man eigentlich Pillen? Ja, genau. Denn man weiß ja eigentlich nie, was drin ist. Wir wissen erstens nicht, welche Substanz drin ist, können uns nur auf die Aussage des Verkäufers verlassen und selten kriegt man eine Angabe dazu, wie die dosiert ist, diese Tablette. Ja? Also es gibt ja tatsächlich MDMA-Tabletten, die enthalten 240 und mehr Milligramm. Ja? Mir ist das ein Rätsel, wie das kommen kann, weil normalerweise will man ja als Produzent wahrscheinlich irgendwie einen höchstmöglichen Gewinn machen. Und da würde ich ja verstehen, wenn Tabletten fast nichts enthalten, 30, 40 Milligramm, aber die so hoch zu dosieren, weiß ja auch nicht. Also, naja, es ist halt der Schwarzmarkt, ne? Er treibt seltsame Blüten. Und man weiß ja nicht, wie gesagt, wenn man also zum Beispiel eine Tablette hat und die enthält möglicherweise 240, 250 Milligramm, ja, dann ist es eine sehr, sehr schlechte Idee, die einfach so zu nehmen komplett. Ja, und deswegen sollte man bei Tabletten sich wirklich immer rantasten. Ja, man sollte niemals unreflektiert einfach eine Pille schlucken, auch nicht, wenn man irgendwelche dubiosen Angaben von noch dubiosen Verkäufern hat, dubioseren Verkäufern hat. Ja, am idealsten, am besten ist es, die Tablette zu vierteln und es erstmal mit einem Viertel zu probieren, weil sehr hochdosierte Tabletten wie 240 beispielsweise, da hast du immer noch 60 Milligramm bei einem Viertel und das ist immer noch viel. Ja, man weiß es halt eben, wie gesagt, nicht und man sollte sich da in der Tat langsam herantasten und testen, vertrage ich den Stoff, der hier verarbeitet ist, überhaupt? Ist es überhaupt MDMA? Und wenn ja, wie viel ist es in etwa? Ja, da einfach eine Pille einzuschmeißen, ist gar keine gute Idee. Dann habe ich schon wieder gehört, ja, aber die hat ja eine Bruchrille und ich kann die durchbrechen und dann habe ich die Hälfte, aber ich kriege gar kein Viertel und wenn, dann sind die alle nicht gleich groß. Ja, mein Gott, dann macht man die Tablette eben klein, verarbeitet es zu einem Pulver und dann kann man relativ gut schon mit dem Augenmaß etwa gleich große Anteile trennen voneinander oder sogar abwiegen, je nachdem. Ja, keine gute Idee ist es übrigens, MDMA-Tabletten klein zu hacken und durch die Nase zu ziehen. Ja, weil wir haben ja hier auch Füllstoffe, die in den Tabletten drin sind. Das ist ja was anderes als zum Beispiel kristallines MDMA. Und von daher, also Tabletten gehören nicht in die Nase. Tabletten sind Pharmaka, die für den oralen
Konsum, für den oralen Gebrauch gedacht sind. Ja, MDMA oral appliziert kann schon nach 15 Minuten beginnen zu wirken. Bei manchen kann es aber bis zu 90 Minuten dauern, bis die vollständige Wirkung sich entfaltet. Es dauert dann so zwischen 3, 4 bis 6 Stunden die Wirkung. 3 bis 5, 4 bis 6 Stunden. Es kommt auch darauf an, auf die Dosierung, auf die Empfänglichkeit, auf Set und Setting und so weiter. Nasal geht das Ganze wesentlich schneller. Da kommt die Wirkung schon nach 5 bis spätestens 15 Minuten und wirkt aber auch nur so 1,5 bis maximal 3 Stunden. Mir sind allerdings auch Fälle bekannt, wo Leute richtig übertrieben haben. Sie haben dann über 200 Milligramm nasal sich gegeben und waren irgendwie auch nach 15 Stunden noch drauf und so. Na, ist natürlich auch total übertrieben, sorry, aber schade drum eigentlich, wirklich schade. Und da müssen wir uns auch gar nicht wundern, dass die Welt da draußen immer sagt, die bösen Drogen. Ne? Wenn die Leute die Sachen alle falsch benutzen, ja, und das in der Öffentlichkeit auch so ankommt, ja, dann müssen wir uns gar nicht wundern. Ne? Ist doch wirklich wahr. Yo, so viel zum Thema der Wirkdauer. Nebenwirkungen und Safer-Info, da gibt es ja noch einiges zu sagen. Nebenwirkungen haben wir eine ganze Palette, wenn man es falsch benutzt. Ja, wir haben also alles möglich vom Kiefermalm, wobei das viele Leute auch haben, wenn sie es korrekt dosieren. Das kann immer wieder mal auftreten. Manche haben es gar nicht, manche nur zeitweilig, manche haben es stark. Ja, man hat zu Anfang der MDMA-Wirkung häufig einen leichten Bodyload. Den fühlt man, also gerade Einsteiger, Anfänger können da ein bisschen Furcht vorkriegen. Das Herz beschleunigt sich etwas, man beginnt leicht zu schwitzen, hat eine motorische Unruhe, also man neigt dazu, vielleicht ein bisschen rumzuzappeln, aber das wird relativ schnell abgelöst durch einen Zustand der inneren Ruhe, der Harmonie, der Ausgeglichenheit und des, ja, wie soll ich sagen, des Frohsinns. Eine empathogene Substanz, sagt man, das hat Ralf Metzner kreiert, dieses Wort empathogen, wenn man sich in andere Menschen gut reinversetzen kann. Eine entaktogene Substanz, sagt man auch, ein Herzöffner Psychedelikum. MDMA ist unter dem Psychedelika ein mildes Psychedelikum, nicht zu vergleichen mit dem Psychedelika vom Tryptamin-Typus, die deutlich andere, stärkere psychedelische Wirkungen induzieren. Mit MDMA hat man eher auf der mentalen Ebene Erfahrungen, man fühlt sich eins mit nicht nur der Welt, sondern auch mit seinen Mitmenschen, mit Wesen. Man ist mit sich selbst im Reinen, man kann auch Probleme, die man vorher hatte und vielleicht noch nur schwierig psychisch aufarbeiten konnte, die hat man so vor sich ausgebreitet und kann sie sehr, sehr gut und nüchtern bearbeiten. Interessant, man ist berauscht auf MDMA und kann seine Probleme nüchtern bearbeiten. Man kann nämlich sozusagen von einem anderen Standpunkt aus seine eigene problematische Lage mal betrachten, so wie ein Außenstehender, wie ein Beobachter und sich selbst und die Situation dann bewerten. Deshalb ist ein wirklich gutes psychotherapeutisches Hilfsmittel. Schade, dass es nicht angewendet werden darf. Ja. Ja, ansonsten haben wir, wenn wir MDMA überdosieren, haben wir so einen typischen, diesen Nystagmus, das Wackeln der Augen, kannst also mit den Augen einen einzelnen Punkt zum Beispiel nicht fixieren, es ist nicht mehr möglich, man hat Herzrasen, es ist vor allem heiß, ja, man schwitzt, die Körpertemperatur steigt an und damit kommen wir dann auch gleich schon zu den gefährlichen Nebenwirkungen und den Maßnahmen, die man dagegen treffen muss. Ja, denn MDMA wird neurotoxisch, es schädigt also die Nerven massiv, wenn man es falsch macht, dadurch, dass beispielsweise die Körpertemperatur von der Substanz schon hochgetrieben wird. Das heißt, wenn man dann noch tanzt und sich bewegt und verausgabt und nichts oder nur zu wenig trinkt, dann steigt die Körpertemperatur um einiges an und je höher die Körpertemperatur, desto neurotoxischer ist MDMA, also desto schädlicher für unsere Nerven. Und deswegen müssen wir regelmäßig trinken, Kühlwasserprinzip, wie im Auto. Ein Auto ohne Kühlwasser fährt nicht mehr lange und ein MDMA-Körper ohne Kühlwasser tanzt nicht mehr so lange. Oder er tanzt vielleicht doch noch, aber schädigt sich wirklich sehr damit. Man sagt, pro Stunde ein halber Liter Wasser oder irgendwie Apfelschorle oder so irgendwas Antialkoholisches auf jeden Fall und auch nicht unbedingt Kaffee oder stark koffeinhaltige Cola oder Mate oder sowas, sondern am besten non-pharmakologische Getränke, also Wasser oder von mir aus auch Fruchtsaft, aber auch am besten man verzichtet auf den Zucker und auch auf Süßstoffe und so und trinkt einfach Wasser. 500 Milliliter die Stunde. Ab und zu mal eine Pause machen, sich hinsetzen, ausruhen, bringt es auch, ist auch ganz besonders wichtig. Noch wichtiger ist es, weder vor der MDMA-Erfahrung noch währenddessen Alkohol zu trinken.
Alkohol und MDMA im Zusammenspiel erzeugen eine Neurotoxizität, sind also schädlich, giftig für unser Nervensystem. Das heißt, wir können uns tatsächlich schädigen damit. Ja. Und wer dann noch die richtige Dosierung beachtet und auch irgendwann akzeptiert, dass der eigentliche Rausch auch mal vorbei ist, sprich dieses ewige Nachlegen eben unterlässt, dann ist man relativ safe, wenn man ein gesunder Mensch ist und von gesunder Konstitution. Ja, natürlich kann immer irgendwas passieren, ganz klar ist im Umgang mit chemischen Stoffen, die man sich zuführt, sowieso der Fall. Aber wenn man all dies beherzigt, dann ist man doch relativ sicher. Und damit kommen wir zum letzten Safer-Use-Punkt, das Nachlegen. Ja, man sollte also, wenn man kann seine Einzeldosis, seine maximale Einzeldosis, die man sich individuell ausrechnet, haben wir vorhin besprochen, 1,3 bzw. 1,5 Milligramm oder aber zwischen 1 und 1,5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, kann man dann einmal diese Maximaldosis, wirklich Maximaldosis nachlegen, nach anderthalb Stunden so, würde ich sagen. In manchen Fachbüchern steht auch nach einer Stunde schon, manche Kollegen empfehlen auch nach zweien, anderthalb bis zwei Stunden. Und dieses eine Mal kann man, wenn man es denn nicht sein lassen kann, noch nachlegen und dann ist es auch noch im selben Bereich, aber mehr lasst einfach sein. Es bringt sowieso nichts mehr. Ihr kommt sowieso auf den Peak nicht mehr drauf und wenn ihr bis nach drei Stunden auch noch auf keinem gewesen seid und habt euch unterdosiert, dann lasst es einfach sein. Dann war es halt für dieses Mal einfach nichts. Und dann auf Teufel komm raus zu gucken, ich will aber jetzt unbedingt und ich will jetzt unbedingt draufkommen und so, das geht sehr, sehr häufig nach hinten los. Ja, und dann muss man sich auch nicht wundern, wenn man irgendwann in jungen Jahren nach so einem exzessiven Konsum von Substanzen irgendwann einfach nicht mehr kann. Ja. Jo, liebe Zuschauer, das zum Thema MDMA. Das war jetzt so eine Basic-Info, ein Crashkurs. Crashkurs MDMA, wie auch die Sendung heißt. Wir haben in einer der nächsten Sendungen das Thema dann nochmal aufzugreifen. Dann wollen wir uns mal über die ganzen Flip-Varianten unterhalten. Candy Flip ist ja so der Klassiker, MDMA und LSD. Und da gibt es diverse andere Varianten, die man da noch im psychonautischen Untergrund kennt. Ein weiteres Thema, was von euch häufig angefragt wird, ist auch die Stereochemie der Substanzen. Sachen zum Thema Isomerie, Chiralität, Enantiomere und so weiter. Sehr, sehr interessante Geschichte mit den spiegelbildlichen, aber nicht deckungsgleichen Substanzen mit den Molekülen. Das ist allerdings jetzt nicht nur bezogen auf MDMA wichtig, sondern gibt es auch noch andere Substanzen, die man da in dem Kontext mit abhandeln kann. Ketamin zum Beispiel und andere. Das machen wir dann mal in einer der nächsten Sendungen. Vielleicht werde ich dazu sogar mal einen Chemiker interviewen. Mal gucken. Ist ja auch ein sehr, sehr interessantes Thema und das interessiert euch auch. Und wir müssen es ja auch vor allem so aufarbeiten, dass es irgendwo alle verstehen, auch wenn jemand kein chemisches Grundwissen hat. Ja, schreibt mir doch bitte, was ihr jetzt vermisst habt an Infos und was ihr euch für die Zukunft wünscht. Was soll ich zum Thema MDMA noch sagen oder was für eine Substanz wollt ihr gern? Ibogain wird oft angefragt, machen wir dann auch in einer der nächsten Sendungen unbedingt mal. Psychoaktive Pflanzen unserer Heimat werden oft angefragt, machen wir dann auch mal wieder, hatten wir aber auch schon oft. Ja, dann hatten wir nochmal Butylon und Mephedron, die wir nochmal abhandeln wollten. Ach, es gibt ja so viele Themen, liebe Zuschauer, ne? Ja. Aber man kann ja immer nur eins machen und eins nach dem anderen. Jetzt gehen wir rüber nach Berlin. Da ist der Joost Lessmann mit seiner kleinen Reihe Grüne Hilfe aktuell. Und der wird uns heute mal was zum eben erst gewesenen Weltdrogentag. Am 26.06. ist Weltdrogentag, sagt man. Aber heißt ja gar nicht so. Joost erklärt mal, was das eigentlich ist. Beziehungsweise hat er einen Gast bei sich, den ihr wahrscheinlich kennt. Und der erklärt mal, was das eigentlich ist, dieser internationale Tag gegen den Drogenmissbrauch und weiteres bla bla bla. Ja, und nach dem Joost sagt dann der liebe Ernst Mehrbeck guten Tag. Der zeigt euch dann auf seiner bunten Spielwiese ein paar geile Produkte zum Thema Dabbing. Der hat so geile, wie soll ich sagen, ja, so Gummicontainer und so eine richtige Kollektion. Ach, das soll er euch selber erzählen. Und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Hallo, liebes Diapublikum, zur 14. Folge der Grünen Hilfe aktuell. Heute mal mit einem Gast, mit Steffen Geiger. Tag, Steffen, danke, dass du da bist. Und mit einem ganz aktuellen Thema heute ist Weltdrogentag. Steffen, Weltdrogentag, was ist das? Kannst du uns dazu was erzählen?
Also offiziell ist es erstmal nicht der Weltdrogentag, sondern der Welttag gegen illegalen Drogenmissbrauch und die daraus resultierenden Krankheiten. Und geschaffen wurde das so vor 10 Jahren, um auch irgendwie einen internationalen Feiertag für die staatlich organisierte Drogenpolitik zu haben. Die Weltgesundheitsorganisation hat sich getroffen und hat gesagt, wir brauchen auch irgendwas, so ein Medien-Event, ein Anlass einmal im Jahr, wo man darauf hinweisen kann, wie gefährlich doch Drogengebrauch ist. Und dann haben sie sich diesen Gedenktag ausgedacht. Und in Deutschland gibt es so seit 4 Jahren ungefähr eine sehr interessante Kampagne, diesen Tag zu okkupieren und den staatlichen Stellen wegzunehmen. Das wird in Deutschland sehr stiefmütterlich behandelt. Die wissen, dass das ein reines Medien-Event ist und es gibt sehr wenig offizielle Veranstaltungen. Und dann hat irgendjemand eine Webseite gemacht, die sehr, sehr offiziell aussieht und auch jedes Jahr angepasst wird an das neue Motto und da aber Informationen verbreitet, die jetzt nicht zwingend von der Weltgesundheitsorganisation abgesegnet sind. Wie heißt die Homepage? Weltdrogentag.eu ist die Seite, wo ihr auf Deutsch darüber informiert werden könnt, was so rund um den Weltdrogentag passiert. Aber wie gesagt, das ist keine amtliche Seite. Wer wissen möchte, was da die offizielle Lesart ist, der muss bei der Weltgesundheitsorganisation einen ganz, ganz langen Link aufsuchen. Deshalb nehmen die Journalisten auch viel lieber die inoffizielle Seite. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist der Weltdrogentag eigentlich eher ein Tag, der ausgesucht worden ist, um die Drogenproblematik in Anführungsstrichen zu problematisieren und nicht wie wir einen Ansatz verfolgen, wo wir deutlich andere Positionen zu haben. Die Motivation ist da eher erstaunlich eng beieinander. Oft reicht es, wenn man aus den offiziellen Titeln ein Wort rausstreicht oder ein Wort ersetzt, um genau die Positionen zu vermitteln, die wir seit Jahren kommunizieren. Dieses Jahr ist zum Beispiel das offizielle Motto, die Probleme von Drogenmissbrauch sind lösbar. Und wenn man dann einfach macht, die Probleme des Drogengebrauchs sind lösbar, dann kann man mit genau der offiziellen Nomenklatur, also Sprache und Bildmaterial und allem, ganz, ganz andere Inhalte vermitteln und auf Safer Use hinweisen und auf Streckmittel hinweisen und all die Probleme, die wir Konsumenten tatsächlich haben, nicht die Probleme in den Vordergrund stellen, die der Staat, die Gesellschaft mit uns Konsumenten zu haben glaubt. Du bist ja jemand, der viel rumkommt und viele Aktionen macht. Hast du irgendeine Idee für die Menschen da draußen? Was kann man an so einem Tag vielleicht mal machen? Irgendwas Öffentlichkeitswirksames oder ähnliches? Also es gibt ja immer wieder die Frage von vielen, was sind Anlässe, wo können wir was tun, wo kriegen wir sozusagen Inhalt schon vorgegeben und müssen nur noch dann die Aktionen machen. Ist das so ein Tag, der sich anbietet oder eher nicht? Es wäre ein Tag, der sich für sowas anbietet, aber da der in Deutschland von den offiziellen Stellen sehr stiefmütterlich behandelt wird, es gibt keine Veranstaltung der Bundesdrogenbeauftragten zum Weltdrogentag und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung macht da keine Broschüre extra für den Tag oder so. Die nutzen noch nicht mal das Material, das sie aus New York rübergereicht kriegen, um das irgendwie auf Deutsch zu verbreiten. So peinlich ist denen die ganze Veranstaltung. Deshalb ist es sehr schwer, die deutschen Aktiven zu bewegen, an dem Tag was zu machen. Ich habe jetzt für dieses Jahr versucht, über Weiß der Geier und über Facebook und solche Sachen dazu zu mobilisieren. Aber wir kriegen es nicht mal in Berlin hin, die anderen Veranstaltungen irgendwie medial zu übertönen. Es ist extrem schwierig, damit aufzufallen. Das ist mehr so was für den fortgeschrittenen Legalisierer, der den Kampf führt, weil er richtig zu führen ist und nicht immer belohnt wird. Also muss man auch mal sich durchbeißen dann. Und wenn er zumindest das Datum weiß, ist ja auch schon. Was jeder tun kann, auch die DR-Zuschauer, ist, den Weltdrogentag zu benutzen, um mal den eigenen Abgeordneten, den EU-Parlamentarier, den Bundestagsabgeordneten, den Landtagsabgeordneten eine freundliche E-Mail zu schreiben und denen darauf hinzuweisen, dass es doch heute eigentlich darum geht, die Probleme von Drogenkonsumenten zu lösen und da ein paar Vorschläge zu machen. Zu sagen, mir schwebt vor, Cannabis-Social-Clubs in Deutschland einzuführen oder ich fände es gut, wenn ihr Cannabis mit Alkohol und Nikotin gleichstellt oder von mir aus auch, wir möchten, dass Alkohol und Nikotin strenger geregelt werden. Wenn wir nicht auf Politiker zugehen und denen sagen, was wir politisch wollen, dann machen die im Zweifel lieber nichts. Gut, viele Ideen. Mal wieder von Steffen. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Dir noch einen schönen Tag, euch einen schönen Tag und dann mit zu Markus. Tschüss. Ja, jetzt sitzen wir hier noch ein bisschen rum, damit da so ein Verschnittmaterial rauskommt. Genau.
Ja, hallo liebe DEA-Gemeinde. Lange haben wir uns nicht gesehen. Ich habe immer alle Hände davon zu tun. Ihr seht mich hier gerade wieder umringt von vielen neuen Produkten. Die müssen alle gemacht, gezeichnet, entworfen werden, die Verpackungen und so weiter und so weiter. Und das ist wirklich nur eine kleine Auswahl von all den Produkten, die wir in den letzten 6 Monaten neu gemacht haben. Hier können wir aber ganz stolz sein, das sind nämlich unsere eigenen Produkte. Das sind alles Sachen aus Silikon, die braucht ihr sicher auch dringend, um eure Konzentrate zu herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern. Aber nebenbei gibt es auch ein paar Küchenutensilien, sieht ja hier alles auch ein bisschen nach Küche aus. Da haben wir zum Beispiel diese tolle Eiswürfelform mit Mini-Bombs und Mini-Blättchen. Da könnt ihr auch Gummibärchen reintun, beziehungsweise Weingummi reinfüllen, Wasser reinfüllen zum Eiswürfel machen. Oder kann man auch als Backform benutzen, um kleine Muffins, kleine Küchlein zu machen. Dann haben wir hier verschiedene Schüsseln, Kuchenbackform mit Blättern drauf, sieht da hier im Bild ganz besonders schön. Aber die wichtigste Form, die ist noch nicht hier auf dem Tisch, die zeige ich euch gleich. Ganz neues Produkt beschäftigt sich natürlich wieder mit unserem Lieblingsthema und das ist ja nicht das Backen. Die neue Eissortenform mit dem neuen revolutionären Rauchweg durch das Eis durch. Die sieht so aus. Von innen so. Und, das zeige ich euch jetzt, da holt man die Eiswürfel einfach. Es geht etwas, kann man ein bisschen fester anfassen, ist stabile Form. Und dann zieht man den Eiswürfel einfach so raus aus dem Topf. So. Und dann sehen wir, dass im Eiswürfel 2, 4, 6 Löcher drin sind. Und dann kommt unser Blazeborn dazu und da passt dieser Eiswürfel ganz genau in den Hals rein. Und der Rauch wird dann durch diese 6 Löcher durchgeführt und richtig gekühlt. Der Rauch hat keine Möglichkeit, daran vorbeizukommen. Da passt dann auch noch ein zweiter Würfel rein, beziehungsweise ein zweiter Zylinder, das ist eher Eiszylinder. Ah, da hat dann eine kleine Nase vom Eis. So, das sieht dann so aus. Und wie der Rauch dann da durchkommt, das zeige ich euch gleich in der nächsten Einstellung. Also, zum Testen, damit wir natürlich im Rahmen des gesetzlich Erlaubten bleiben, nehmen wir natürlich immer wieder gerne unseren Gringo. Alles andere würde wahrscheinlich dazu führen, dass ich keine nächste DEA-Folge mehr machen kann. Dann stopfen wir das Ganze ein bisschen, beziehungsweise füllen den Kopf sanft und leicht. Und dann versuche ich mal diesen Gringo zu rauchen und zeige euch dann, wie der Rauch hier schon schön durch diese Würfel durch. Ich stelle mich mal hin. Und 1 und 2 und. Oh. Der Rauch ist also wirklich eiskalt. Ja, ich hätte ruhig noch ein bisschen mehr ziehen können. War ein bisschen wenig Rauch. Ich mach's nochmal. Na dann mal Prost auf den neuen Eiswürfel. Setzt ihn ein, probiert ihn aus, fragt im Matchup eures Vertrauens. Cheers! Ja, liebe Zuschauer, das war's für heute. Vielen Dank an den lieben Jost und an den Steffen. Danke auch an Ernst Mehrbeck für seinen Beitrag mal wieder. Wir sehen uns wieder in einer Woche oder was? Ja, zur Nachtschattentelevision. Ja. Und da, ja, gibt's auch tolle Themen wieder. Ihr werdet sehen. Bis bald, liebe Zuschauer. Bleibt uns gewogen. Ciao.